WTF? So was habe ich noch nie erlebt. Die Leute sind richtig verwirrt. Das steht nicht mal 2 Meter neben uns. Was ist mit dir? Einfach hingepisst, Digga. Junge, geisteskrank sieht die geil aus. Hals, Maul. Ich wusste gar nicht, dass ich so geil aussehe auf dem Bike. Wie sehe ich aus? David Bost auf einem mega geilen Bike. Also mal zur Abwechslung. Ich sitze hier drauf wie ein Affe auf einem Schleifstein, aber ist egal, Hauptsache ich sehe gut aus. So nämlich, Style über alles. Ja, Mann. Guck mal, so, hier, der weiß nicht, was Reißverschlussverfahren ist. Was macht der denn da, Alter? Ey? Richtiger Assi. Hä? Hä, Junge, geisteskrank. Krank, oder? Hä? Man checkt es nicht. Das kann man doch, das glaubt man nicht, oder? Dass Leute das, den Reißverschluss nicht verstehen. Ich würde die so gern fragen. Ja, geh mal hin. Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mal hingehen und fragen, ob der den Reißverschluss, ob der... Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mal hingehen. Nein, ich muss mein scheiß Ding so einhängen. Frag ihn mal. Jetzt gibt's hier Rage. Weißt du, was ein Reißverschlussverfahren ist? Nein, nein, dann weißt du nicht, wie ein Reißverschlussverfahren funktioniert. Man fährt nach vorne und reiht sich ein. Also ich weiß, Fahrschule ist bei dir vielleicht lang her, aber so gehen die Regeln nicht. Anscheinend nicht. Also Digga, das ist genau das, das genau, also. Wie du den gefrontet hast. Ich weiß, und hey, also Fahrschule ist wahrscheinlich lange bei dir her, aber... Sorry mal, ganz kurz, das muss ich ganz kurz sagen. Die Leute, die denken, Reißverschlussverfahren ist, dass man sich sofort nach rechts rein oder nach links reingeht, das sind Idioten. Hä? Du fährst bis vorne zum Hindernis und dann Reißverschluss, A, B, A, B. Das kann mir keiner erzählen, dass der das ernst meint. Ne? Also ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Er hat gesagt, also wenn du mit dem Reißverschluss, wenn du siehst, die blinken alle nach rechts, dann hast du nicht nach vorne zu fahren und dich da rein zu quetschen. Hä? Ich bin der Einzige, der es richtig macht. Kann nicht wahr sein, oder? Hä? Blackout oder erklärt. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Nein, Digga, du hast schon recht. Auf dem Schlauch? Nein, du hast wirklich recht. Der hat sich asozial verhalten. Der hat die Fahrregel nicht im Sinn gehabt. Das Video geht eine Minute und mein Puls ist schon wieder auf 180. Das kann ja was werden. Ich finde, du warst noch ein bisschen zu nett. Du hättest ihm den Spiegel abhauen sollen, ja. Zu viele Reaction-Videos geguckt, oder was? Nein, Spaß, natürlich nicht. Also Gewalt ist nie eine Lösung. Jungs, gebt doch mal ein Bier rüber. Was ist das? Ganzen Kasten nur für die. Wo was wollen machen die denn da, Digga? Guck mal, der eine zieht rechts, der andere links. Geil. Genau, David ist zu Besuch hier in Hamburg und hat gefragt, willst du mit mir eine Runde drehen? Und ich dachte mir, geil, dann gehen wir runter, ich habe meinen Schlüssel, schließe mein Bike ab. Und er sagt, ja, und ich? Und ich so, naja, hä, du hast auch ein eigenes Bike. Ah, nee, hat er nicht. Ja, perfekt. Und jetzt sind wir auf 2 Bikes von mir unterwegs. Ja, danke nochmal, dass ich deine Ducati hier fahren darf. Das ist wirklich eine Ehrenbruderaktion. Fahr mal ein bisschen neben mir hier mit der Hamburger Skyline. Hier so. Geil. Soll ich ein bisschen den Arsch rausstrecken, so wie die Biker-Chicks oder was? So. Nice. 10 so. Von 10. Sieht das geil aus? Junge, was meinst du, wie gut du auf TikTok abgehen würdest damit? Wirst du denn gerade ein bisschen geil, wenn du das so siehst? Nur ein bisschen. Und ja? Ich fahre hier nochmal vor, damit ich mich hier schön nach vorne stelle. Das Ding ist... ich habe vergessen, in irgendeinem alten Video habe ich das mal bemerkt, dass mein Tacho kaputt gegangen ist. Also ich sehe nichts mehr und das ist einfach Trick 17. Ich kann gar nicht zu schnell fahren jetzt. Ich weiß es ja gar nicht. Das ist so ein Cheatcode, Real-Life-Hack. Also wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt mal gucken, wann im 6. Gang der Begrenzer kommt. Also voll knall. Ja, ich glaube, also das wäre... Das schafft man gar nicht bis da zur Ampel. Ja, das ist jetzt die Challenge. Bis zur nächsten Ampel hast du einen kleinen Spaß. Das ja, schön lebensgefährlich. Junge, danach ist der Führerschein auf jeden Fall direkt weg. Also mir reicht bei der Ducati der erste Gang Begrenzer. Digga, die ist so lange übersetzt. Ich kann hier gar nicht wirklich fahren in der Stadt. Das ist unmöglich mit dem Teil. 170, 180 schaffst du im ersten. Der erste Gang. Ah ja, entspannt. Ja, das ist gut. Oh, was ist da vorne? Oh, da vorne ist irgendwas, ne? Ey, die fahren im Gegenverkehr. Die Polizei im Gegenverkehr. Nein, nicht die Klimakleber. Die was? Klimakleber. Niemals. Lava die sind da in Hamburg. Nee. Also das, da will ich hin. Ja, let's go. Krank. Wir müssen hier. Lass mal auf den Gehweg. Guck mal, was macht die Polizei? Die rastet komplett aus. Die fährt hier über den grünen Streifen drüber. Geil.
Toll, das habe ich noch nie live gesehen. Ich fühle mich wie im Kino. Nee. Alle mit Kameras. Von allen Seiten. Junge, geil. Guck mal, wie viel Polizei direkt kommt. Ein Streifen, Junge. Zwei Streifen wegen. Der packt hier mitten aber auf den Grünstreifen. Aber lieber die Karre aus, sonst kommen die gleich zu dir. Das ist doch egal, das wird alles hier... Ich bin von der Presse, ja? Aus Dokumente... Digga, das check ich nicht. Junge, Alter, guck mal, da fährst du einmal mit mir direkt Action. Einfach live dabei. Ja. Finden sie das gut oder schlecht? Ja, wir sind eigentlich in Eile, aber wie soll man davon halten? Ja, nicht viel. Aber ob das jetzt der richtige Weg ist dafür, weiß ich auch nicht. Meinst du, es ist alles Klebstoff da? Ja, safe call. 100%. Ist das dumm? Guck mal, wie. Ja. Guck dir mal den Stau an. Alter. Also, das ist jetzt locker schon ein Kilometer. Vor allem dann nachher. Ja? Guck mal, jetzt ist es 15.14 Uhr. Um 16 Uhr, wenn der Berufsverkehr losgeht, dann ist komplett Sense. Dann ist hier Eskalation pur. Aber ich würde jetzt an seiner Stelle ich einfach hier an die Seite rüber. Ja. Gibt es hier irgendwo einen Kiosk in der Nähe? Also Richtung Jungfernstieg gibt es diverse Kiosk. Will ich rechtzeitig zurück? Also wir haben jetzt... Also ich er steht in erster Reihe. Mindestens eine halbe Stunde. Okay, aber ja, das hier vorne ist direkt ein Bäcker. Okay, danke. Oh Mensch. Es geht in die nächste Runde. Die Klimakleber kleben noch da. Die Autos fahren jetzt alle rückwärts. Das heißt, sie kleben jetzt gleich alleine hier auf der Straße. Und hier hinter uns kommt jetzt das Sondereinsatzkommando. So, jetzt wird's ernst. Die Polizei macht Ansage, hier ist schon Spezialkräfte und die Leute werden jetzt hier, glaube ich, gleich entweder vom Kleber entfernt oder weggeflext. David, sagst du weggeflext? Mit Asphalt, dann haben die so ein Stück Asphalt Nein. an den Händen. Doch, doch. Die überlegen, ob die den Kleber abkriegen. Damit sind die festgeklebt. Hier, da steht es. Da. Haben die so einen Spezialkleber? Ja. Wirklich? Der wird richtig hart, steinhart. Und wenn die den nicht wegkriegen, dann müssen die wegflexen. Boah, wäre das krank. Ja. Flexen an die Straße auf. Ist auch krass, wie die Polizei hier alles dokumentiert, damit es später nicht gibt, ah ja, meine Hand ist verletzt von einem Polizisten oder so. Das ist auch super interessant. Das ist eigentlich weh. Ja? Ist auch geil. Wir machen jetzt den Motor so früh an und stehen die ganze Zeit mit dem laufenden Motor neben den Klimaaktivisten. Wie dumm eigentlich. Ja. Weiter geht's hier. Und jetzt guck mal hier. Die haben hier die ganze Erde rausgerissen, weil die hier alle auf der Straße gedreht sind. Laber keinen Scheiß. Weil die natürlich gar keinen Bock hatten, da zu stehen und haben hier die ganzen Wege zerstört. Und da vorne haben sie jetzt auch dicht gemacht. Aber was meinst du? Da ist trotzdem Stau ohne Ende jetzt, ne? Ja, denkst du? Nur halt weiter vorne und die checken gar nicht, warum. Ja, lass uns das mal anschauen. Ist doch gar kein Stau. Ist überhaupt kein Stau. Ja doch, weil alle links abbiegen müssen, oder? Ja, aber das sind ja nur 2-3 Autos. Aber krass auch, was da alles an Personal kommt, ne? Was da an Polizei, THW, Rettungskräfte, Sanitäter, Feuerwehr, Notarzt, alles ist da. Nur für 8 Leute, die sich da festkleben. Und die legen hier irgendwie komplett alles lahm. Und das jetzt gar nicht, auch was das kostet, gar nicht so auf die Schiene mit, oh, meine Steuergelder oder so, sowas mache ich gar nicht, sondern grundsätzlich einfach, was das kostet. Ja. Wahnsinn. Ich hab den Kopf gefragt, wie teuer das ist. Der meinte, ah, echt? Krass. So an die 10.000 Euro schätzt er. Alter! Junge. Crazy, Junge. Oder? Einfach mal 10.000, Digga. Ja, was zum Teufel. Weißt du, worauf ich mich schon freue? Wenn die ganzen Artikel und Videos online gehen, wo wir zwei Deppen im Hintergrund rumlaufen. Stimmt. Weißt du? Mit den Helmen aufstehen wir da irgendwo, wo die Presse steht. Ja, und deine Karren, weißt du, dann, die filmen ja die ganze Zeit die Protestanten und im Hintergrund steht so eine Ducati auf dem Bürgersteig geparkt. Ja, Mann. Das Junge ist so geil, ey. Witzig. Verrückt. Genau, ja, aber grundsätzlich, also wirklich, muss ich auch nochmal sagen für mein Video, also ich finde ja die Intention oder die Idee grundsätzlich gut, irgendwas fürs Klima zu tun und da in die Richtung einfach auch für weiß ich nicht, Beachtung zu tun. Keine Ahnung, ob das ein richtiger Satz war. Aber die Art und Weise ist einfach irgendwie nicht so cool. Und man schädigt so Einzelpersonen, die da sitzen und sagen, ey, wir haben einen Termin oder ich will zu meinem Kind am Wochenende oder sowas. Und die hängen dann da jetzt irgendwie eine Stunde lang rum. Die können zum Glück umdrehen,
aber oft geht das halt nicht. Ne? Wollte ich noch mal kurz sagen. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare schreiben. Würde mich total interessieren. So, David, jetzt stellen wir noch mal eine ordentliche Aufgabe. Also, wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt die Ducati mal richtig in den Begrenzer jagen. Ja. Los! Mann, ist sie warm? Nein, das mache ich nie wieder. Ja! Ja! Ohlalalala! Ja, wir haben das weggeflogen. Boah, das ist geil, Alter. Wenn ich du wäre, dann würde ich jetzt das Video beenden. Ach, Digga.